Nach Miss Marys. Parfüm eingesteckt. Okay. Wer soll das sein? Willkommen zurück zu Let's Play. Clock Tower. Wie man schon in der letzten Folge sehen konnte, weiß ich im Moment nicht, wo es weitergeht. Deswegen müssen wir jetzt erstmal weiter forschen und schauen. Was war hier nochmal drin? Das war die Küche, genau. Okay, der einzige Bereich, den wir noch nicht erforscht haben, ist dieser Bereich hier. Danach haben wir wirklich alles in diesem... Oh Gott, die Musik schon wieder. Danach haben wir alles gesehen. Ich muss versuchen, mit irgendeinem Item zu interagieren. Was machten die? War hier nicht gerade so ein Zeichen? Hier ist ein Zeichen, aber da sagt sie nur was zum Wandbild. Das Wandbild bedeckt die ganze Wand. Aber was soll mir das sagen? Wir haben hier Bücher zum Interagieren. Der Tisch selbst. Zeit wird es zeigen. Die Uhr des Turms hat angehalten. Aber was soll mir das sagen? Und hinsetzen möchtest du dich auch nicht. Kannst du hier irgendwie die Wand kaputt machen? Da ist hinter der Wand was. Wir müssen irgendwie die Holzregale verschieben. Aber die Olle ist nicht stark genug. Was zum Teufel müssen wir machen? Was zum Teufel müssen wir hier in diesem Let's Play machen? Alter. Ich habe einen Umhang, der mir nichts bringt. Ein Seil. Ein Autoschlüssel. Aber das Auto ist weg. Und ein Stein. Und ein Seil. Und ein Autoschlüssel. Und ein Pfeil. Kacke, ich weiß nicht wohin. Ich möchte nochmal zum Spiegel. Der Spiegel, der mich umgebracht hat. Und mal da in der Kommode schauen, ob da was ist. Ansonsten habe ich wirklich keine Ahnung. Da können mich jagen mit dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wohin. Außerdem kann ich irgendwo im Flur interagieren. Oder ganz rechts im östlichen Flügel, praktisch rechts, im rechten Flügel, gibt es noch die Möglichkeit, nach oben zu gehen, auch wenn oben eigentlich gar nichts ist. Man konnte nach links, jedoch ist da irgendwas weg. Aber vielleicht... Hat Jennifer so einen Balanceakt drauf? Wovon ich nicht ausgehen möchte, aber wäre ein bisschen skurril. Kann sie denn nichts mehr machen? Doch, sie kann mit der Kommode interagieren. Und mit dem komischen Teil. Was liegt denn da? Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Sieg. Das ist der Schlüssel, um weiterzukommen. Ich bin mal gespannt. Eine kleine Flasche Parfüm. Es riecht nach Miss Marys. Parfüm eingesteckt. Okay. Wer soll das sein? Bitte nicht erschrecken, bitte nicht erschrecken. Ich habe Angst. Und? Weiß man nicht. Gut. Dann, jetzt habe ich Parfüm. Wieder ein Item. Nein, nicht durchlaufen! Ey, hätte man den Vogel irgendwie anspritzen können. Was mache ich mit Parfüm? Parfüm.
Vielleicht, Parfüm, ich weiß nicht, was könnte man damit machen? Was kann man mit Parfüm machen? Und der Vogel kann nicht mehr sprechen, das finde ich auch kurios. Aber ich möchte mich gar nicht im Spiegel anschauen, aber irgendwie tue ich es gerade trotzdem. Wir haben Miss Marys Parfüm. Was könnte man damit machen? Wir könnten den Penner damit einsprühen. Vielleicht riecht er dann besser. Ich gucke gar nicht hin. Ich gucke gar nicht hin, weil gleich stirbt sie. Ich habe gerade mit meiner Hand den Screen verdeckt. Ganz ehrlich. Weil wenn ich weiß, dass irgendwas Schreckliches passiert, dann verdecke ich das lieber. Oh, schon wieder negativ. Wir haben Parfüm. Was machen wir mit Parfüm? Was zum Teufel bringt uns das? Was war das nochmal für ein Raum? Oh, was war das jetzt? Habt ihr es gehört? Das war ein ganz anderer Klang, ein anderer, ganz anderes Geräusch, als die Treppen, die Tür betreten habe. Die hat irgendwie die ganze Zeit Schiss, die. Charlotte wollte ich schon was sagen, die Jennifer. Parfüm, ich komme einfach nicht drauf. Was willst du mit Parfüm machen? Du kannst höchstens diesen Penner einsprühen, damit er nicht so stinkt. Andererseits weiß ich gar nicht, ob das stinkt. Vielleicht stinkt er nicht, vielleicht riecht er voll gut. Aber woher soll ich wissen, was ich mit Prise One Touch mache? Vielleicht einmal tupfen und schon ist es frisch oder was? Und ein Seil habe ich auch. Damit könnte ich jemand umbringen. Am besten diesen Scherenmann. Jetzt guck mal, hier. Balanceakt. Hast keinen Bock, ne? Ja, hätte ich auch nicht gemacht. Was machen wir? Ah, oh, verdammt, was könnte man da machen? Ich komme partout nicht drauf, was wir mit dem Scheiß machen können. Parfüm, 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 trink nach, denk nach, denk nach, denk nach. Wen willst du da einsprühen? Meine Freundinnen sind alle tot. Ich meine, die eine ist im Pool ertrunken, höchstwahrscheinlich, wenn sie aus dem Fenster geflogen ist. Dann die eine, die wurde im Bad ermordet. Und die andere hat einen Headshot bekommen. Toll. Ich bin die Einzige, die lebt. Und ich laufe mit einem beschissenen Seil rum. Und Parfüm. Was war hier nochmal? Ich komme da immer durcheinander. Ach so, ja, das war der Durchgang, genau. Gibt's da noch was? Also wenn ich da nochmal die Chance habe zu interagieren, vielleicht gibt's da noch was. Wobei ich da eigentlich nur so einen Stein gefunden habe. Ui, das hat Spaß gemacht. Hallo, krabbeln wir da mal durch. Dann sind wir hier. Wir können direkt mal zum Penner. Kann man den ein bisschen einspülen. Und nebenher schaue ich mal, gibt es hier echt nichts? So ein Pool, irgendwas im Wasser? Und es ist ja, wir sind ja in diesem Glocken, sage ich schon, Glockenturm. Aber ich finde hier keinen Turm. Es gibt keine Möglichkeit, um nach oben zu kommen. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Kann ich mit der Kiste noch interagieren? Nee. Hey, du Penner. Du stinkst. Willst du ein Parfüm? Dann riechst du wie Miss Mary. Aber ich glaube, wer will das schon? Was will der? Immer mit seinem Daumen hoch, ey. Du Facebook-Suchti! Ich habe Parfüm, ich habe ein Seil und ich weiß einfach nicht, was ich damit machen soll. Den Autoschlüssel kann ich sowieso vergessen. Umhang? Keine Ahnung. Mit dem Stein? Kann ich auch nichts mehr kaputt machen. Was mache ich denn jetzt bloß? Die Fans unter euch werden sich am Kopf fassen und sich denken, hey, ist doch logisch, du musst dahin, aber ich habe echt keine Ahnung. Ich möchte noch mal in das komische Wandbildzimmer.
Und dann gehe ich nochmal in Miss Marys Zimmer. Mit ihrem sexy Parfüm. Was mache ich hier? Die Wand einsprühen vielleicht. Es wäre viel zu fantasymäßig, wenn man eine Wand mit einem Parfüm einsprühen würde und dann würde was passieren. Uah, das Screen wird schwarz. Ein Hinweis. Den Hinweis kennen wir bereits. Zeit wird zeigen. Die Uhr des Turms hat angehalten. Scheiße! Ich will wenigstens ein bisschen weiterkommen. Na gut. Miss Marys Zimmer. Nächste Station für mich. Oh, es läutet das Telefon wieder. Das hätte man sich sparen können. Das Telefon hätte man weglassen können. Aber warum? Das ist auch die Sache, die ich nicht kapiere. Warum läutet ein Telefon, wenn das Kabel durchtrennt ist? Arg! Da ruft jemand an. Wenn ich Jenny wäre, würde ich mal... Oder würde ich abnehmen? Ich glaube, ich würde abnehmen. Ich glaube, in erster Linie würde ich versuchen, einfach aus dem Haus zu fliehen. Aber irgendwie macht Jenny das nicht. Beziehungsweise gibt es gar keinen Weg, um irgendwie aus dem Haus zu kommen. Auch ein bisschen komisch. Aber gut. Dann muss ich einen anderen Weg finden. Und mich mit Seil und Parfüm durchschlagen. Was war hier nochmal? Was war da nochmal? Ey, ich bin so vergesslich. Goldschlüssel benutzt. So. Sollten wir das eigentlich das Licht anmachen? Oh, hey, ohne Witz. Wir haben Miss Mary's Parfüm, können aber gar nichts machen, oder was? Mach mal das Licht an. Dann ist es nur noch halb so schlimm. Immerhin ist es mein Nebenquest, überall das Licht einzuschalten. Jetzt interagieren wir mit dem Schrank. Dann halt nicht. Und was war da nochmal hier auf der Seite? Ach, das war doch der Weg zum Vogel, ne? Hier, Moment. Das blöde Telefon geht mir so auf den Sack. Kann man das nicht irgendwie kaputt machen? Oder mit Parfüm einsprühen? Total absurd, aber egal. Und das ist Miss Marys Zimmer. Die hat ja nicht mal ein Bett. Die Telefonleitung ist durchtrennt. Und du willst ja echt keinen Whisky holen. Ey, kipp dir mal was runter. Besoffen ist das Leben nur noch halb so schwer. So, was haben wir denn hier? Ein gemütliches Sofa. Boah, das Telefon! Ey, Seil, mit dem Seil. Boah, keine Ahnung. Ich muss mal kurz gucken, was da in der Mitte... Aber war das nicht eine verschlossene Tür? Wenn ja, dann... Dann ist es klar, dass ich nicht weiß. Ach, warum ist die Tür verriegelt? Also an dieser Stelle mal vielen Dank, dass sie so viel Geduld aufbringt. Und warum kann ich nicht weiter nach rechts laufen? Da ist auch noch eine Tür. Ja, jetzt... davor muss ich erstmal die Tür öffnen, damit ich... weiter nach links schauen kann. Ziemlich doof. Ja, ich wusste, dass das Telefon läutet. Ich wollte gerade sagen, wehe, das Telefon läutet. Oh, 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 Jesus. Da habe ich mich durchgebackt. Da muss doch irgendwas sein. Jenny? Jennifer, sorry. Kannst du nicht mit dem Seil irgendwie so schwingen, so, hojo, Karate. Wie ist die da durchgekommen? Ey, du bist so blöd, du könntest die Kiste eigentlich verschieben, weißt du das eigentlich? Aber ich glaube, so weit denkst du gar nicht mit, stimmt's? Doch, sie denkt mit. Krass, ey. Jetzt nochmal drüber. Ja, geil. Geil, geil, geil. Was ist da drin? Hallo?
Sag mir doch, was da drin war. Schaut rein und geht wieder rüber, ohne was zu sagen. Du bist ja blöd. Haben wir denn sonst nichts? Und da war echt nichts drin? Warum habe ich dann die Möglichkeit, auf die andere Seite zu klettern, wenn da nichts drin ist? Oder legt später da irgendjemand was rein? Andererseits, ich könnte ja auch was reinlegen, aber was soll ich da rein... Oder kann ich überhaupt was reinlegen? Nee, ich glaube nicht, dass die Items da reinlegt. Was hat sie auch davon? Geht das Licht denn wenigstens? Ich denke mal nicht. Der Lichtschalter ist kaputt. Parfüm und ein Seil. Was mache ich damit? Ich weiß, die Frage habe ich zu oft schon gestellt, aber ich komme einfach nicht drauf. Parfüm. Was soll ich mit Parfüm machen? Parfüm. Vielleicht, wenn... Kann ich mich selbst denn einsprühen? Nee, oder? Vielleicht würde dann der Vogel sagen, also der da oben, hey, das ist ja mein Herrchen oder sowas. Du willst echt nicht so wie Miss Mary riechen? Sieht aus wie ein Vogelnest. Das Stöckchen möchtest du nicht mehr. Was mache ich mit dem beschissenen Vogel da oben? Wirf doch einen Stein. Da kannst du nicht treffen, stimmt's? Du bist einfach blöd, Jennifer. Hier nochmal Kiste gucken. Nichts drin, du hast noch nie mal reingeschaut. Ey, tut mir echt leid, dass ich gerade nicht weiterkomme, schon seit dem zweiten Part jetzt. Aber ich finde nichts. Ich kann einfach nichts finden. Das Telefon wieder. Okay, tut mir leid. Seid mir nicht allzu böse. Aber ich finde nichts. Ich muss da echt nochmal den Martin fragen oder vorsichtig im Netz danach googeln. Aber ich frage zuerst den Martin, bevor ich mich da zu Tode spoiler. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie gesagt, ist teilweise, wenn man nicht weiterkommt, ein bisschen zäh. Deswegen hoffe ich doch, dass ihr mir das nachsehen könnt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn ihr Ideen habt, wie man dieses Seil oder wenn ihr das Spiel nicht kennt vor allem und Ideen habt oder Vorschläge habt, was man mit dem Seil und mit dem Parfüm machen könnte, dann würde ich mich über Kommentare sehr, sehr freuen. Okay, spekulieren wir. Vielen Dank und bis dann. Bewegen die sich? Die ist meine Queen. Ah!